We'll be sure that the lady's a friend. Yo, was geht? It's Corona time. It's Corona time right here. It's Corona time right here. Eigentlich hättest du das singen müssen. Was geht? Ja, beziehungsweise nicht was geht, sondern yo, was geht ab, Leute? Wir stimmt. Sind ja nicht nur wir beide gerade. Ja, was geht ab, Leute? Das fühlt sich gerade so ein bisschen so an. Ja, weil für die Leute, die die Audioversion nur haben, Ari und ich sind nicht beieinander, aufgrund von Schutzmaßnahmen und ähnlichem. Und auch, weil wir keinen Bock hatten, uns zu sehen. So ein bisschen 50-50. Und Shit. Genau, wir skypen gerade oder WhatsAppen gerade per Video. Ich bin sehr stark verkabelt. Und gleichzeitig laufen Mikros und Kameras. Ja, genau. Ne? Stark verkabelt. Ja. Achso, ja, aber dennoch sollten wir uns vielleicht vorstellen. Yo, was geht ab, Leute? Mein Name ist Jay Samuels. Mein Name ist Aria Lee. Und willkommen zum eigentlich ganz guten Podcast. Ganz genau. Ich weiß gar nicht, also zumindest so wie ich dich jetzt gerade höre, klingst du ein bisschen gedämpft, weil du durch eine Maske redest. Verstehe. Und dann, du bist ja alleine. So, macht es Sinn, die aufzuhaben? Ich dachte so, um dich zu schützen, aber gut, wenn dir deine Gesundheit nicht so wichtig ist, dann kann ich auch gerne die Maske abnehmen. Also ich konnte dich halt nicht ganz so gut hören einfach. Kein Problem. Wir wissen ja alle, dass Audio geht vor Gesundheit und genau. Daher habe ich auch meine Maske abgenommen. Aber wir sind nicht ansatzweise beieinander. Ich glaube, du hast im Biologieunterricht gefehlt. Es gibt doch jetzt auch digitale Viren und so, weißt du? Ja, stimmt. Aber ich glaube, die funktionieren anders. ja, crazy shit, seitdem du weg warst und wieder hergekommen bist. Vor allem finde ich so krass, dass in der letzten Folge ich noch so gesagt habe, ja, diese Folge kommt ja erst so in 2 Wochen raus und da bin ich ja schon in Thailand und kann sich ja vieles ändern und so, deswegen will ich gerade hier nichts sagen und dann ja. Und genau das passiert. Ich war 2 Wochen weg und gefühlt ist Walking Dead bis zur 6. Staffel hier abgegangen. Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall eine Menge passiert, seitdem du weg warst. In nur 2 Wochen, Mann, das ist schon echt crazy. Das ist, glaube ich, also ich wollte gerade sagen, so, ich wollte gerade einen Witz drüber machen, wie so, ja, das ist so Weltrekord oder so, aber es ist ja wirklich Ausnahmezustand, ich glaube, in der Geschichte so, sowas gab es ja noch nie. Ja, also zumindest, ich meine, es gab schon immer wieder große Pandemien. Ja, natürlich, so irgendwelche die Pest und ähnliches, aber. Aber ich glaube, so einen Zustand hatten wir zumindest seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es nie so einen Ausnahmezustand, glaube ich, wo alle so krass auf diese Art und Weise eingeschränkt waren. Vielleicht in Mauerzeiten noch. Naja, da warst ja von, da waren halt einfach die Menschen innerhalb von der Mauer beschränkt, aber ja, verstehe. Die mussten ja nicht alle zum Beispiel zu Hause bleiben. Ja. So, ich meine, es ist gerade zum Beispiel in Deutschland, es ist ja mehr oder weniger eine freiwillige Quarantäne, aber es ist ja irgendwo schon eine landesweite Quarantäne. Ja, auf jeden. Also in Italien ist es ja ganz, so wenn ich es richtig verstanden habe. Voll. Ne? Ja. Und hier ist so, ich meine, was gibt's noch? Hier ist so, Bars sind geschlossen, Clubs, sämtliche Veranstaltungen jeglicher Art. Ich meine, alles, was noch übrig bleibt, ist so das Notwendige wie Einkaufen, Ärzte. Ich weiß nicht, was vielleicht eventuell noch offen hat, aber es sind halt so eher paar Sachen so in die Richtung. Auf jeden. Also, das Verrückte ist halt so, ich will nicht so dieser eine sein, aber so, mein Leben hat sich nicht sonderlich verändert. Das war aber auch das Erste, was ich so dachte. Ich dachte, während sich die ganze Welt abfuckt, sitzt Jay zu Hause und sagt so, I've trained for this my whole life. My whole life. I've been waiting for this Jay moment. Jay hat sich richtig bereit gefühlt. Also, ja, am Ende. Er hat erstmal angemacht, ist Corona-Time. Nein, es ist, Mann, das ist ja voll kacke, so auf jeden Fall. Und ich will es auch gerade gar nicht verharmlosen oder irgendwie sowas. Nee, aber tatsächlich, habe ich auch vorher schon in Quarantäne gelebt. Von daher ist eigentlich alles gut. Bis auf so Einkaufen. Was geht ab mit Klopapier? Was ist das? Bro, ich habe keine Ahnung, was...
Leute, vielleicht ist hier, ich meine, es sind ein paar Leute, die diesen Podcast hier verfolgen. Ist hier irgendwer mit dabei, der mir sagen kann, was es mit Klopapier auf sich hat? Weil, was also, spezifisch hat Corona euch angetan, dass ihr gerade so verrückt nach Klopapier seid? Ich weiß auch nicht. Also, was sind so, das für Ängste, die da rumschwirren? Weil das Ding ist, ich finde Klopapier so eine der wenigen Sachen, aus diesen ganzen Sachen, die alle gerade horten, was sowieso uncool ist, aber aus diesen ganzen Sachen ist Klopapier so die eine Sache, wo ich mir so denke, das bräuchte man theoretisch nicht. Also, ja. Natürlich so, ja, ich will schon mein Klopapier haben, ich will jetzt nicht, so, keine Ahnung, aber so rein. Ich will nicht immer duschen gehen müssen. Genau, aber rein theoretisch könnte man einfach duschen gehen, wäre nicht so geil, aber so. Ja. Gerade das, dadurch, dass alle auch zu Hause sind, ist ja nicht so, dass du unterwegs dann duschen musst. So. ich glaube, so. Keiner hat auch jemals mit sich so eine Packung Klopapier mitgenommen. So auf dem Weg. Das wäre ja sowieso. Was, meinst du unterwegs? Ja, ja. Ich habe immer eine Packung Klopapier in meinem Rucksack. Nein, du. Ja, stimmt. Nee, aber. Also wir haben das ja schon vorhin ganz kurz gehabt. Menschen sind Herdentiere, sagt man das so? Herdentiere? Hordentiere? Gehordete, Geflügelte Drache des Raja. Schafe. Ganz genau. Ja. Menschen sind Schafe. Genau. Das ist biologisch nicht richtig. Aber ich meine, die passen ihr Verhalten einfach der Masse an. Ja, und voll. Ich denke mal, irgendwer hat irgendwas Persönliches mit Klopapier und er hat dann so gehört, so Corona-Time. Hm. Und er dachte vielleicht so, bald machen so alle Läden zu. Hat dann richtig viel davon geholt. Und ich glaube, sobald dann die ersten gesehen haben, oh, Krisenzeit und Klopapier ist ausverkauft. Das bedeutet, das ist also ein rares Gut. Aber dann hat es angefangen. Und ich glaube, das ist dann so ein Massen, so eine Domino-Effekt gewesen, wo dann jeder einfach blind das nachgemacht hat. Ist Klopapier so rar? Aber? Also, ich bin ja aus Thailand jetzt vor 2 Tagen zurückgekommen. Mhm. Dann sind mein Bruder und ich erstmal für die Fam einkaufen gegangen. Ja. Einfach, weil wir auch 2 Wochen lang weg waren und wir halt einfach auch keine Lebensmittel mehr. Du brauchst nicht erklären, also, warum du einkaufen warst. Also, man muss manchmal einkaufen. Er versucht so richtig so zu rechtfertigen. So, guck mal, ihr versteht nicht. Wir hatten Hunger und... Stimmt. Alle waren einkaufen vergessen. Und so, keine Ahnung. Wir dachten halt. Wir dachten, wir schließen uns an. Ja. Das ist ein komischer Grund, um einzukaufen zu gehen. Wir schließen uns an. Aber okay, wir waren dann einkaufen und Bro, es war ein Erlebnis. Also, wir haben vorweg schon mal, Spoiler-Alarm, wir haben kein Klopapier bekommen. Ach, habt ihr nicht? Haben wir nicht. Ach so. Und brauchst du? Und wir waren in. Ich brauche, falls du was hast, dann sag Bescheid. Duschst du gerade immer? Wir haben zum Glück von vor dem Vorfall noch Klopapier gehabt. Ja. Und wir haben ja 2 Wochen lang nur thailändisches Klopapier verbraucht. Das heißt, unser Vorrat ist erstmal noch so. Zeiten, wo es noch uncool war. Was ist thailändisches Klopapier? Na, ich war ja einfach in Thailand. Ja. Da gibt es auch Klopapier. Und ich habe deren Klopapier verbraucht. Ach so, meinst du das? Ich dachte so ein spezielles. So Blätter oder sowas. Nein. Irgendwas so richtig weirdes so. Nee. Und das klingt wie so eine abgefuckte Droge so. Thailändisches Klopapier? Irgendwie schon. Ist das neue Meth. aber genau, ihr hattet noch den Vorrat, den Stash genau. Von vorher. Also ein paar Rollen sind noch übrig. Okay. Um genau zu sein. Und, wie viel lagig? Das ist 3-lagig. Oder 2-lagig. Okay, also ist eine erfrischende splitten. Abwechslung nach Thailand, weil Thailand ist so 0,5-lagig. Ah, ja. Nicht nice. Ist gar nicht nice. Das heißt, wenn es hart auf hart kommt, dann könnt ihr es in der Mitte splitten und habt dann die doppelte. Ja. Ich schätze schon, wenn man das so berechnen mag. Okay. Es gab es nirgends, schau mal, ich war zum Beispiel in DM und in den 5 Minuten oder 10 Minuten, in denen ich in DM war, habe ich alleine die Mitarbeiterin so 6-7 Mal sagen hören, also zu anderen Kunden sagen hören, so, tut mir leid, ist alles ausverkauft. Ah, ist alles weg. Tut mir leid, wir haben nichts mehr da. Ach, krass. Ja, Mann, und das war halt wirklich, also echt, ich habe noch nie so viele Menschen nach Klopapier fragen hören. Ja. Und gleichzeitig halt auch
so oft sagen hören, dass... Ich habe generell noch nie gesehen, dass es kein Klopapier gibt. Ich habe auch so einen Post gesehen auf Instagram. Mhm. Es war so irgendwie einfach so ein, keine Ahnung, es war halt so mehr oder weniger so ein Meme. Und irgendwer meinte so, yo, ich habe 7 Jahre lang Krieg in Libanon überlebt. Ja. And not even once did we run out of toilet paper. So nicht mal im Krieg. Und jetzt so krass. Corona. Deswegen... Safe, irgendjemand, ja, irgendjemand hat so einen Berg von Klopapier zu Hause. So ein... So, ich schwöre. So ein Stapel aus so Heisenberg gestapelten... Blaues Klopapier. Ja. Yeah. Ey, ich hab auch gesehen, keine Ahnung, inwiefern das Memes oder Spaß oder was auch immer waren. Weil ich hab das nicht aus erster Hand gesehen, sondern Screenshots. Aha. Digga, Leute verkaufen gerade Klopapier auf eBay. Aber oftmals nicht direkt, sondern ein iPhone 6... Und 2 Rollen Klopapier dazu. Ich glaube, damit wollen sie so ihren Verkauf ankurbeln. Achso, verstehe. Scheiße, Mann, ich werde mein iPhone nicht los, aber vielleicht, wenn ich 2 Klopapierrollen dazu lege. Oder umgekehrt, ihr kriegt das Klopapier nicht los und kurbelt es mit dem iPhone an. Verstehe. Ja. Verstehe. Das kann auch sein. Ja. Wahrscheinlich andersrum, aber. Krasser Shit, Mann. Ich muss zugeben, seitdem das hier angefangen hat, das ist ja jetzt noch nicht so lange. Das klingt ein bisschen weird, aber ich habe so das Gefühl... Ich fühle mich so ein bisschen unbeholfen. Und mit unbeholfen meine ich so, ich weiß gar nicht, wie ich das in Wort fassen soll. Guck mal, über die letzten Monate haben wir ja recht viele Sachen vorbereitet. So viele Projekte, also ich spreche es ja immer nie an, aber ich kann es eigentlich jetzt auch sagen. So, ich habe an Musik gearbeitet, okay Leute? und auch so, wir haben an größeren Projekten, die wir jetzt rausbringen wollten. Und diese ganzen Sachen, um die nächsten Schritte dafür einzuleiten, würde Hand in Hand gehen mit, dass wir jetzt größere Drehs organisieren, dass wir jetzt vor die Aktionen planen. Das geht alles gerade nicht. Das ist alles... Ja, das ist crazy. Und so, ich habe das Gefühl gerade, alles, was ich so über die letzten Monate, so meine Ziele, alles, was ich machen wollte, ist gerade so, nee, Mann, geht jetzt nicht. Und natürlich, ich will jetzt gerade nicht so wie jemand klingen, der es durch Corona voll schwer hat, weil ich glaube, es gibt voll viele Leute, die es extrem schwer haben da draußen. Also nicht nur ich glaube, ich weiß es. Und ich will deswegen auch gerade jetzt gar nicht der eine sein, der so sagt, so, oh nein, mich trifft's voll hart. Aber einfach nur so, ich habe das Gefühl, alles, was ich so gerade machen wollen würde, ist so ein bisschen, geht entweder nicht oder ist so nicht so wichtig. Oder weißt du, was ich meine? Ist gerade einfach so, okay. Also es fühlt sich ein bisschen gerade so an, als hätte irgendwer so einen Knopf gedrückt und hat gesagt, okay, life is on hold. Ja. Und jetzt geht's gerade mal ein bisschen um was anderes. Vielleicht in ein paar Monaten oder in einem Jahr könnt ihr wieder weitermachen mit dem, was ihr gemacht habt. Vielleicht ist es auch ein bisschen weniger schlimm, weil die ganze Welt gerade Pause macht. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Das heißt, es ist so nicht nur wir. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich dachte auch so, yo, Digga, wir haben gerade die ganze Zeit an so Stuff gearbeitet. Hm. Und dann ist so... It's Corona time, you can't do nothing. und keine Ahnung. Aber ich versuche es wie immer halt positiv zu sehen. Natürlich. Und irgendwie hat's was Cooles. Also abgesehen von all dem Leid und sowas, was natürlich gar nicht cool ist. Komischer Satzanfang, aber erzähl weiter. aber irgendwie hat's was Cooles, Mann. Ich habe das Gefühl, dass... Ich meine, wir können die Tatsache, dass es jetzt passiert ist, halt nicht ändern. Wir können alle möglichst gemeinsam anpacken, um die schnelle Ausbreitung vorzubeugen. Ich habe mir so auch sehr viele Videos und Berichte und Texte und hast du nicht gesehen gegeben. Same. Experten scheinen ja zu sagen, dass die totale Ausbreitung unumgänglich ist. Also, dass es so oder so die ganze Welt einmal mehr oder weniger befallen wird. Mhm. Es geht aber darum, dass man die Geschwindigkeit drosselt. Ja. Damit das Gesundheitssystem auch hinterherkommt. Also, dass nicht plötzlich auf einmal die ganze Welt infiziert ist, sondern dass es so langsam passiert. Genau. Und man dementsprechend halt auch mit den Behandlungen hinterherkommt und einfach die Kapazitäten nicht ausgelastet sind. Und einfach und, dafür sorgen, dass die Menschen... Also eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass man dann auch wieder gesund wird, weil man sich halt um die Menschen kümmern kann. Genau. Und hoffentlich irgendwann halt mal, hoffentlich früher als später, auch einen Impfstoff für die ganze Sache findet. Aber genau, das heißt, es ist so oder so jetzt passiert. Wir können halt alle unser Bestes geben, um es nicht schnell
verbreiten zu lassen, sondern das ein bisschen einzudämmen. Aber abgesehen davon kann man irgendwie halt versuchen, einfach aus den Umständen das Beste zu machen und vielleicht auch ein paar Lektionen zu lernen. Weil es für mich fühlt es sich einfach an wie eine Schelle von der Natur. Ja. Irgendwie, also das hat voll für mich voll den Vibe von so einer fetten Schelle der Natur, die so gesagt hat, okay, jetzt chillt ihr einfach mal alle. Weil ich habe das Gefühl, dass vielleicht Leute in vielerlei Hinsichten Wertschätzung wieder neu erlernen. Also so alleine zum Beispiel, dass du jetzt auf Klopapier achten musst. Wer zur Hölle achtet in den Ländern, in denen es uns gut geht, wie Deutschland, Amerika und so weiter und so fort, auf zum Beispiel den Verbrauch von Klopapier? Ja, also jetzt jeder, aber ich weiß genau, was du meinst. Vorher war das, glaube ich, kein... gar nicht. Ja. Genau. Und aber auch sogar Essen, weil ich zum Beispiel, als ich einkaufen war, ich meine, mittlerweile weiß es jeder, der auch nicht einkaufen geht, durch wahrscheinlich Instagram-Stories und YouTube und hast du nicht gesehen, aber die Obstregale sind komplett leer. Mhm. Gemüse ist komplett leer. Vor allem, ich weiß gar nicht, warum die plötzlich das leer kaufen, weil das hält doch kaputt. Das kannst du doch gar nicht bunkern. Ja, ja, voll. Aber Dosenfutter ist halt auch einfach komplett weg. Aber ich denke auch, vor allem die dann vielleicht das nicht alles abbekommen haben, werden dann so dreimal aufpassen, was sie wegwerfen oder nicht. Mhm. Ich versuche schon seit längerem auf sowas zu achten, aber auch ich bin auf jeden Fall sehr verbesserungswürdig, was das angeht. Und ich habe auch mich selber erwischt, wie ich bewusster gehandelt habe. Mhm. Jetzt gerade, wo halt so ein bisschen Krise ist, wo man auch vielleicht nicht so oft einkaufen gehen will, auch wenn man könnte. Ja. Um sich einfach der Gefahr vielleicht nicht auszusetzen oder so. Ich meine, voll viele Flugzeuge und was auch immer sind zum Stehen gekommen. Sämtliche, weiß ich nicht, die ganz viele Fabriken sind zum Stillstand gekommen und viele andere Aktivitäten, wodurch halt, denke ich mal, Energieverbrauch und CO2-Ausstoß und so ein Zeug drastisch runtergeht. Ja. Vielleicht hat das dann einen positiven Effekt auf die Umwelt. Das kann natürlich sein. Vielleicht war das die Umwelt, die so gesagt hat, hey, ihr wollt nicht aufhören, dann dann kriegt ihr Corona. Ja, das kann sein. Und das Letzte ist, ich meine, die vielleicht mit der Familie leben, verbringen ein bisschen mehr Zeit mit der Familie zu Hause. Mhm. Und was ich vor allem sehr cool finde, ist, ich habe das Gefühl, dass das Leben gerade, wir leben heutzutage in so einer Welt, die im Vergleich zu früher, die wird ja immer stressiger, immer leistungsgeknüpfter und also von dir wird ja immer mehr Leistung verlangt, dein Tag muss immer mehr Stunden haben, du musst immer mehr und mehr in weniger Zeit schaffen. Und ich habe das Gefühl, dass das halt auch sehr toxisch irgendwo ist und dass gerade so ein bisschen die Geschwindigkeit, das Tempo aus dem Leben gerade so ein bisschen genommen wurde und alles so ein bisschen ruhiger abläuft. Mhm. Und Leute vielleicht auch einfach mal nicht den ganzen Tag rumrennen und so vielleicht einfach ein bisschen zu Hause sind, ein bisschen eingesperrt sind, vielleicht ein bisschen mehr in sich gehen können, ein bisschen nachdenken können. Ja. Also wie neue mein Leben Seiten immer. An sich entdecken. Wie Jays Leben immer, genau. Welcome nee, aber, to Jay's Life. Voll. Ich weiß genau, was du meinst. Nicht das, also ich denke mal, dass jetzt Aria, also und auch ich, es war jetzt nicht die Aussage, dass wir sagen, dass wir Corona gut finden, weil das stimmt nicht. Ja, ja. Aber klar, so, man muss wahrscheinlich einfach versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Und ja klar, es gibt voll viele Verluste und wird auch noch mehr geben und es gibt eine Menge Einschränkungen und sowas. Riesending für uns beide, auch vor allem die Filmwelt, ist auch voll stark betroffen von der ganzen Corona-Sache. Also ich glaube, es wurden jetzt sämtliche Film-Releases verschoben und ich glaube auch voll viele Drehs eingestellt, was halt auch irgendwie verrückt ist, weil ich war dann erst so, ah okay, man kann ja über Digital noch voll viel releasen, also Netflix und die ganzen Streaming-Portale halt. Aber wenn die ganzen Drehs jetzt auch eingestellt werden, dann werden jetzt natürlich noch Sachen released, weil ich glaube, rückwirkend gibt es halt Filme, die schon lange abgedreht sind. Aber es wird dann auf jeden Fall auch eine Phase kommen, wo dann, glaube ich, erstmal nicht mehr so viel rauskommt, wie wir es gewohnt sind. Ja, das ist crazy. Im Endeffekt, wir sind es halt auch, das ist halt auch krass, wir sind es halt auch gewohnt, inzwischen durch Netflix und durch diese ganzen Sachen, dass so in der Woche irgendwie 8 neue Serien rauskommen und so, was ich meine? Früher war das ja nicht so, Ist halt crazy, Mann, auch so, ich weiß gerade gar nicht, wie lange wird das dauern, so, wenn wir große Drehs jetzt machen wollen, wenn wir, keine Ahnung, Mann, so, alles, was ich gerade gerne im Leben machen würde, bis auf zu Hause chillen, das geht zu 100% gerade, aber
Alles andere von den Projekten ist so gerade, das geht funktioniert alles nicht. Ist echt verrückt. Ja, Mann. Ich mache mir voll komische Gedanken die ganze Zeit. So weirde Sachen. So zum Beispiel, das hat sich wahrscheinlich noch niemand gefragt, aber ich habe mich das gefragt. Das ist ja wahrscheinlich so ein geschichtlicher Moment jetzt, oder? Also sagen wir mal, dass wir das in einem Jahr oder zwei oder 10, egal wie lange, überstehen. Oder auch in nächste Woche, ich will keinem Angst machen. So, heißt ja nicht, dass es so lange dauert. Aber so, da wahrscheinlich wird in den Geschichtsbüchern stehen, dass das mal passiert ist. Ja. Dann wird das ja wahrscheinlich auch mit in die Popkultur aufgenommen. Weißt du, ich meine? Ja, so, dass es dann irgendwann Filme darüber gibt. Ja, so genau. Und was ich mich frage, ist so, das klingt jetzt voll weird, aber so, glaubst du, das wird im MCU vorkommen? Also, ich verstehe. Also im Sinne von, weil jetzt gerade sind die Storys alle so, der greift an, wir machen irgendwas. Jetzt so, ah, wir müssen den retten und so. Und immer, die gehen so ein bisschen mit den Trends trotzdem mit, so, ah, okay, Fortnite spielen die oder sowas. Glaubst du so, Corona wird auch so in dieser Welt passieren oder glaubst du, die tun das so, als ob es nie passiert ist? Oder ist Thanos Schnipser Corona? Ich hoffe nicht, weil dann verschwindet die Hälfte von uns. Aber, das wäre nicht gut. Aber dann tauchen die auch wieder auf. Weil ist es nicht, ja genau, weil ist es nicht komisch, wenn die einfach so tun, als ob das nicht passiert? Aber auf der anderen Seite, wenn die es so mit reinnehmen, würden die Avengers nicht auch whatever it takes so in die Vergangenheit reisen, um es so zu beheben? Was ich meine? Aber du weißt ja gar nicht, wo das herkommt. Also nur weil wir das irgendwann überstanden haben, wissen wir nicht unbedingt, wo es losgegangen ist. In die müssten ja in Avengers World oder in unserer? Sowohl als auch. Ja. Die müssten ja so, also man geht ja davon aus, dass das, ich meine, es gibt Theorien, die besagen, dass das im Labor mit Absichten hergestellt ist. Ja. Dann gibt es aber auch, ja. Dann gibt's aber natürlich auch Annahmen, dass es vom Tier, also von einem Tier auf den Menschen übergesprungen ist, in dem es mutiert ist. Glaubst du an diese Verschwörungstheorien? Bro, bei so verrückten Sachen glaube ich nicht immer einfach so daran. Yeah. Also ich sage nicht so, boah, ich glaube, das ist so, weil das ist eigentlich Schwachsinn, weil wenn man keine Ahnung hat, einfach wie zu sagen so, drauf? Boah, das ist so. aber schau mal, ich traue den Regierungen von heutzutage alles Mögliche zu. Aber also, auch das? Also ist das nicht das so eine Regierung? Ja, ja. Aber stell dir mal vor, du bist so ein richtig, ey, schau mal. Geheimdienste, Milliardäre und so Regierungen, Mann. Ich glaube, die wissen Sachen, von denen wir alle keine Ahnung haben. Safe. Natürlich wissen die Sachen. Die machen Sachen und die wissen Sachen, von denen wir keine Ahnung haben. Und ich glaube, für die ist die Welt auch was ganz anderes, so weißt du? Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn du in den Größenordnungen agierst, dass du einfach vielleicht einen ganz anderen Bezug zur Realität bekommst, vielleicht auch größenwahnsinnig wirst und vielleicht dich, da sind locker auch welche, die sich als Gott fühlen, bin ich der Meinung. Und wenn du denkst, wenn du das Gefühl hast, mit deinem Geld und mit deiner Macht kannst du dich vor allem schützen und du kannst alles so bewegen, wie du willst, gibt es auch bestimmt Vollidioten, die denken zum Beispiel, nicht, dass ich sage, das ist jetzt in dem Fall so, aber die denken zum Beispiel, wenn sie ein Virus freisetzen, um sonst was damit zu bezwecken, habe ich keine Ahnung, dass es nie im Leben, also dass sie sich zu 100% davor schützen können. Ich meine, rein theoretisch ist das ja auch möglich, indem du dich einfach selbst ab dem Moment einbunkerst und nicht rauskommst, bis das vorbei ist. Ja. Aber ich meine, insofern du auch Freunde und Familie und was auch immer hast, da gibt es irgendwo eine Art Backlash, die immer irgendwie unkontrollierbar ist. Bei sowas wie Viren ist halt nicht kontrollierbar. Voll. Aber die, also quasi die dann so komplett einfach denken, so, dass das so alles ein Spiel ist und dass die so, die verstehen nicht. So wie so ein YouTube-Vlogger, der irgendwann nicht mehr checkt, so wo die Grenzen sind mit so seinen Vlogs. Genau. Das war kein gutes Beispiel. Bloß in ganz anderen Ausmaßen. Ja, ich denke auf jeden Fall, dass es da Leute gibt, die den Bezug zur Realität verloren haben und für die das Leben so ein Schachspiel ist. So, die kreieren die Welt, in der wir leben. So, das ist eigentlich absurd. Ich meine, solange ich selber nicht die vollständige, sag ich mal, Theorie mir angeschaut habe, die Indizien, Begründungen und mir dazu angeschaut habe, kann ich ja gar nichts wissen. Was wir machen können, ist so eine Rubrik verrückteste Verschwörungstheorien darüber, die wir gehört haben. Und dann können wir so einfach sagen, was ist denn die verrückteste Verschwörungstheorie, die du gehört hast?
Verstehe. Aber ist das jetzt schon die Frage? Ja, warum nicht? Warte, badam, bam, badam. Leute, willkommen zu der Verschwörungstheorie-Rubrik, wo Aria jetzt sagt, was er für eine Verschwörungstheorie gehört hat. Also, ich habe bisher noch nicht die entertaining verrückten Verschwörungstheorien gehört. Ah, schade, ich habe eine gehört, aber erzähl erstmal. Okay, ich hab halt bisher nur so ein, zwei gehört, die einfach nur Verschwörungstheorien sind. Achso, okay. Also, einmal habe ich halt gehört, dass jemand meinte so, oh, der Coronavirus scheint ein Amerikaner zu sein, weil's halt China, Iran und eigentlich trifft es ja China, Iran und Italien. Ich weiß jetzt nicht, ob Italien damit reinfällt, aber China und Iran. Südkorea noch stark, ne? Genau, Südkorea. Ja. Und die meinten so, dass das im wirtschaftlichen Interesse für Amerika wäre. Was ich gerade weder bestätigen noch verneinen kann. Ey, hier sind verrückte Verschwörungstheorien. Hier ist einfach nur... Das war die eine Sache. Okay. Die andere Sache war, glaube ich, von dem Krieg zwischen Amerika und Iran abzulenken oder von dem Australien-Feuer, ja. Buschfeuer. Und dann gab es noch, dass China gerade irgendwelche Pläne hat, irgendwelche Sachen machen will und dann das halt so, damit die das so... Also, was es auch ist, du kannst halt gerade schon echt Sachen machen, ohne dass es irgendwer merkt. Weil, ja, voll, natürlich. Weil die Nachrichten sind Corona-only. Oder? So, die tun so, als ob es gar nichts mehr in der Welt passiert. Also. Weil ich glaube, es passiert auch ein bisschen vielleicht nichts anderes auf der Welt, oder? Ich weiß nicht, vielleicht schon. Doch, ich denke ja, schon. Eigentlich in Thailand zum Beispiel war komplett normales Leben. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich denke mal, das bringt einfach die Einschaltquoten gerade. Und es ist ja auch wirklich so, dass ich denke mal, jeder in dem Land gerade dafür interessiert. Also so ist es nicht. Die Verschwörungstheorie, die ich gehört habe, ist das. Ist das. Dass Erdogan das gemacht hat. Was? Damit die Grenzen aufmachen zu Europa. Und ich war so, hä? Also. Aber jetzt sind doch alle Grenzen zu. Ja, erstens das. Also, ich sag mal so, wenn, dann war das der schlechteste Plan aller Zeiten. Und so voll crazy, wie er es geschafft hat, dass es einfach so in China losgeht, aber dann sich so rüberschlängelt und so. Aber, genau, das habe ich gehört. Glaube ich nicht dran. Aber genau, im Endeffekt wird aber auch gerade ein bisschen alles behauptet. Jeder Menschen neigen auch dazu, immer eine Erklärung für alles haben zu wollen, statt einfach nur, ja, yo, eine Fledermaus ist ein bisschen nass geworden und dann ist das halt passiert. Nein, keine Ahnung, wie das genau passiert ist. Ich würde gerne unsere Reichweite nutzen, um ein paar Worte an das Volk zu wenden. Überlebenstipps. Überlebenstipps? Die gesamte Nation. Okay, habe ich keine Ahnung. Aber warte, sind wir mit der Verschwörungstheorie Rubrik okay, vorbei? Wir schließen die, genau, wir schließen mit Erdogan ab. Okay. Und sind uns einig, dass er es wahrscheinlich nicht war. Okay. Und wenn, dann hat er echt Mist gebaut. Genau. Überlebenstipps in der Zombie-Apokalypse. Ich meine natürlich Corona-Quarantäne. Genau. AKA Staffel 7 Walking Dead. Was sind deine Überlebenstipps? Genau. Falls ihr an den Untoten nicht vorbei könnt, dann könnt ihr euch auch gerne mit Eingeweide von Untoten beschmieren, damit ihr einfach unsichtbar durchlaufen könnt. Das okay. Tipp Nummer 1. Und übertragbar auf Corona, wäre das was? Dich ganz viel anhusten lassen, damit das Virus dich dann nicht mehr sieht? Genau. Das funktioniert genau. Nicht, Leute. Nicht machen. Das funktioniert nicht. Nicht nachmachen. Das waren nicht die besten Tipps. Nee, eigentlich, was ich loswerden wollte, ist ein paar grundlegende Sachen wie, macht bitte ein bisschen eure Augen auf. Auch wenn ich diesen Begriff sehr komisch finde, rennt nicht alle raus und macht Hamstereinkäufe. Also bunkert nicht alle so krass. Denkt auch an andere. Die Lebensmittelversorgung wird, also ich persönlich denke, und so wie es auch die Regierung sagt, wird weiterhin gewährleistet sein, weil anders funktioniert die Welt ja auch nicht. Wenn wir plötzlich alle keine Nahrungsmittel bekommen, dann also eine Quarantäne bringt ja auch dann nichts mehr, wenn wir alle plötzlich keine Lebensmittel mehr bekommen. Mhm. Und die ganzen Supermarktketten sagen ja auch alle, ey, Leute, macht euch keine Sorgen, das Essen
und die Produkte werden nachgeliefert. Es ist genügend da. Ja. Aber es ist halt so, wenn ihr alle direkt plötzlich aus Angst alles leer kauft, dann ist halt für eine Zeit lang nichts draußen. Und es gibt halt Menschen, die in der Risikogruppe sind, wie zum Beispiel ältere Menschen oder Menschen, die nicht im besten gesundheitlichen Zustand sind. Mhm. Und nicht jeder hat das Glück, Familie um sich drum herum zu haben, die denen helfen. Und es gibt halt dann einfach Leute, die auf sich selber gestellt sind und raus müssen und sich sowieso schon dieser Gefahr ausstellen. Und dann kommen die halt in einem Supermarkt an und es gibt plötzlich nichts mehr zu essen und kein Klopapier und was auch immer. Ja, ist halt super egoistisch. Und deswegen würde ich halt sehr gerne an alle appellieren, dass ihr, egal was ihr kauft, auch daran denkt, dass es noch eine weitere Person gibt, die dasselbe vielleicht braucht. Dass ihr vielleicht ein Auge auch auf eure Mitmenschen habt. Das heißt, ich habe jetzt schon gesehen, wie mehrere Leute Zettel in ihren Wohngebäuden aufgehangen haben, dass sie den älteren Menschen ihre Hilfe anbieten, dass sie für sie zum Beispiel einkaufen gehen oder was auch immer, damit die nicht raus müssen, halt um sich in Gefahr zu begeben. Das heißt, habt ein Auge auf, seid nicht egoistisch und das ist eine Situation, die wir zusammen überstehen müssen und nicht gegeneinander. Ja, auf jeden Fall. Genau, das. Ich glaube, ich hatte noch ein bisschen was zu sagen, aber ich habe das vergessen. Nice. Und wie Jay sagen würde, so wichtig kann es ja gar nicht sein. Wenn du es vergessen hast. ich kann dem auf jeden Fall nur zustimmen. Also, Leute, chillt. Wenn ihr nicht raus müsst, so, dann bleibt ruhig zu Hause. Es ist wirklich, für eine Zeit ist das, glaube ich, wirklich das Schlauste, dieses Flatten the Curve, dass wir halt dafür sorgen, dass das sich nicht zu schnell ausbreitet. Ist schon sehr wichtig, weil ich glaube, wenn wir alle gleichzeitig krank sind, wird das sehr schwierig, Leute gesund zu halten oder halt einfach genau, da durchzuhalten. Genau. Ja, das wollte ich halt auch sagen, genau. Geht möglichst, also, weil ich sehe, es gibt immer wieder halt diese Menschen, die alles nicht ernst nehmen. Und ich glaube, wir haben alle lange genug Corona nicht ernst genommen. Auch, ich meine, auch wir beide, aber so, ich meine, man wusste es halt einfach nicht. Ja. Nicht unbedingt besser. Aber jetzt ist langsam die Zeit, wo wir es ernst nehmen sollten und das nicht überspielen und so, ach, Corona, ach, komm, gehen wir eine, alle zusammen trinken zu 50. Das hat, glaube ich, noch nie irgendwer gesagt. Aber in Bayern schon. In Bayern schon, genau. Und was ihr auf jeden Fall noch beachten könnt, ist regelmäßig die Hände zu waschen mit Seife. Ich habe gehört, dass wenn man zweimal Happy Birthday währenddessen singt, man auf der sicheren Seite ist. Kommt drauf an, wenn du Eminem bist, nicht. Dann musst du es viermal singen. Happy Birthday to you. Stimmt. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Genau. An Eminem bitte viermal Happy Birthday singen. Genau. Ansonsten natürlich, wenn ihr Desinfektionsmittel habt, dann auch gerne, vor allem für unterwegs, wenn man sich gerade nicht die Hände waschen kann, dann regelmäßig, wenn ihr irgendwas anfasst, die Hände dann wieder desinfizieren. Was ich auch hier zu Hause mache, ist regelmäßig alle Klinken, Türgriffe oder Kühlschrankgriff, was auch immer, immer wieder mal zu putzen. Genau. Ey, großes Ding, was ich finde, was gar keiner sagt, das ist so ein Tipp, den ich von mir an euch geben kann, jetzt ohne Witz. Desinfiziert auch ab und zu, also gerade wenn ihr rausgeht, so euer Handy. Ja, sehr wichtig. Weil voll viele so waschen sich 8-mal die Hände und desinfizieren ihre Hände und weiß ich was alles und dann nehmen die einfach wieder ihr Handy in die Hand, was sie die ganze Zeit draußen hatten. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. So, und da bleiben ja Bakterien sehr lange. Genau. Also und auch so vielleicht auch eure Kopfhörer oder sowas. So, ich will jetzt nicht, dass jeder so, alles muss desinfiziert werden, aber so das Handy ist schon eine Sache, die man auch dann ans Gesicht nimmt und so eine Sachen. Und auch mit den Fingern wieder anfasst die ganze Zeit. Aber ansonsten, ich glaube, die meisten haben das auch ganz gut im Griff. Ich sehe auch voll viele Leute im Homeoffice oder die sogar von übers Internet Schule haben. Was ich voll interessant finde, auch wenn ihr da irgendwie Stories zu habt, wie das gerade abläuft bei euch. Gern mal erzählen, also schreibt uns ruhig entweder auf Insta oder halt auch in den Kommentaren. Mich einfach voll interessiert, wie gerade dieser Alltag für euch abläuft. Ja, auf jeden Fall. Also dadurch, dass wir jetzt sowieso auch in Quarantäne sind, wir wissen gar nicht, wie das in anderen Situationen aussieht, oder? Also ich kriege da nicht so viel mit. Ja, also ja, wie läuft der Alltag für andere ab? Würde mich voll interessieren, ohne Witz. Abschließend vielleicht noch zu sagen, wenn ihr husten oder niesen müsst, dann auf jeden Fall bitte nicht in die Richtung von anderen Leuten und immer in die geflexte Ellbeuge. Also so, als würdet ihr dabben. Auch wenn das so genau schon out ist und eigentlich nicht mehr cool ist, aber
Ganz genau. Tut's ja, dem Jahr, ja. Tut's dem zuliebe. Ich glaube, das war's dann auch schon mit dem Podcast. Irgendwie, ich weiß nicht, wird jede Woche jetzt so ein Corona-Podcast werden? Ich hoffe nicht. Also, ich denke mal, es ist halt einfach gerade relevant. Ich meine, ihr könnt auch gerne in den Kommentaren uns wissen lassen, inwiefern ihr wollt, dass wir, insofern es natürlich auch Neues darüber zu reden gibt, darüber reden. Aber dadurch, dass es halt gerade die ganze Welt, wirklich die ganze Welt beschäftigt. Ja. Und damit meine ich jetzt nicht so WM, sondern so nochmal so ein Stück krasser als WM. Ja, Mann. Außer Grönland. Irgendwie, die haben nicht einen Fall. Echt? Okay, nice. Richtig verrückt. Ja, schön für die. Schön ja, auf jeden Fall. Voll geil. Aber genau, das heißt, es kann sein, dass wir des Öfteren noch darüber reden, aber wir werden auch auf jeden Fall über andere Sachen reden, keine Sorge. Es wird jetzt keine Corona-Time only. Aber lasst uns das ruhig gerne wissen. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, how to reason? Peason? Mit Frage? Good night, San Francisco. Cisco. Okay, Mann. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Also, wir sehen uns immer oder noch. Oder auch nicht. Wir sehen uns immer noch, stimmt. Ja. Okay. Ciao, ciao. Ciao.